freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind. Bedanke mich auch für die Einladung zu dem Thema Hörstörungen, dass mein Oberarzt und ich heute dazu sprechen dürfen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, in dem sehr viel Bewegung drinnen ist, wo sich in den letzten Jahren in der Behandlung doch einiges getan hat. Jetzt nicht nur in technischer Hinsicht, dann natürlich auch, aber auch im Gesamtkonzept, wie Hörstörungen heute zu behandeln sind und was alles sozusagen da dazugehört. Wir haben uns den Vortrag dahingehend geteilt, dass ich zu Beginn einmal allgemein über die Hörstörungen sprechen möchte, auch ein paar Gedanken sozusagen anbringen möchte, dass es gar nicht so weit kommt, dass eine Hörstörung auftritt, weil es doch etwas ist, was also weitläufig unterschätzt wird. Und dann auch auf ein Behandlungskonzept eingehen, dass es sozusagen nicht nur die technische Seite betrifft, sondern es ist schön, wenn man ein tolles Hörgerät hat oder ein Implantat, aber man muss damit auch umgehen lernen und ich werde Ihnen hier anhand von ein paar Folien dieses Thema näher bringen. Der Herr Oberarzt Dr. Rasse wird dann den technischen Teil besprechen, wird auch über neue Indikationen, weil genau das ist ja eigentlich auch das Spannende, sprechen. Das heißt also, wir werden uns anschauen, welche Hörstörungen heutzutage bereits versorgt oder versorgt werden, die vor einigen Jahren noch kein Thema waren, dass man so etwas mit einem Hörgerät oder einem Implantat versorgt. Dann werde ich mal starten. Die Hörstörungen sind die häufigsten sensorischen Defizite des Menschen. Der geht auch. Und es ist so, dass zurzeit 590 Millionen Menschen weltweit an einer Hörbeeinträchtigung leiden. Und mit dem steigenden Wachstum der Weltbevölkerung wird sich diese Zahl voraussichtlich bis 2050 auf fast 1,2 Milliarden Hörbeeinträchtigte verdoppelt haben. Was verstehen wir eigentlich unter einer Hörstörung? Das ist ein sehr weit gefasster Begriff, den es gilt, es einmal sich auch vorzustellen und zu definieren. Das ist eine Minderung des Hörvermögens vielfältigster Genese. Und da sehen wir mal auf der linken Seite hier den Entstehungsort, die Art der Schwerhörigkeit, den Schweregrad und die Ursache. Es gilt also hier einiges zu unterscheiden, weil danach richtet sich dann auch die Therapie. Und wie Sie es kennen, ist es zum Beispiel beginnend vom Paukenerguss beim Kleinkind bis eben hin zur Taubheit, aus welcher Ursache auch immer, was unter Hörstörung verstanden wird. Und es gibt also da die ganze Bandbreite sozusagen an Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt nur einmal als Überblick ganz kurz anschauen, wovon sprechen wir, das heißt Einteilung, so wie wir das definieren, man unterscheidet also die periphere Hörstörung, das ist das, was also das Innenohr betrifft oder auch das Mittelohr, weil selbst dort kann eine Hörstörung die Ursache haben. Und dann gibt es Hörstörungen, die sozusagen hinter der Hörschnecke liegen, Retrokochlea sagt man dazu, zwischen Schnecke und Gehirn, und die zentralen Hörstörungen, das ist ein ganz wesentliches Thema, auf das ich dann auch noch eingehen werde, da liegt also die Störung im Gehirn oder so, letztendlich in der Hörverarbeitung. Etwas, was auch wesentlich ist, möchte ich also darauf eingehen, sind die erworbenen Hörstörungen. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, das heißt, wo kein angeborener Schaden vorliegt, wo kein Syndrom vorhanden ist, sondern das, was man im Laufe des Lebens einfach erwerben kann. Und dazu nur ein paar Gedanken. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten der Anteil junger Menschen, die Freizeitlärm ausgesetzt sind, sich verdreifacht hat, der Lärm am Arbeitsplatz aber abgenommen hat, ist ja das eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben also da ganz tolle Gesetze, dass man sozusagen keinen Lärm am Arbeitsplatz, dass also dort ein Lärmschutz Voraussetzung ist. Gut. Um noch einmal auf diese Folie zurückzukommen, was ja interessant ist, der Freizeitlärm nimmt zu und der Lärmschutz, also der Lärm am Arbeitsplatz nimmt ab. Ja? Und wenn wir uns jetzt diese Tabelle hier daneben anschauen, dann ist ja ganz interessant, dass das Lauteste hier nicht das Düsenflugzeug ist, sondern in Wahrheit das Kinderspielzeug. Die abgeschossene Pistole neben dem Ohr macht über 180 Dezibel und ist also etwas, was viel, viel lauter ist, als wir hier zum Beispiel haben, wenn wir den Lärm eines Düsenjets einstufen. Verkehrslärm ist auch etwas, was immer mehr wird.
Ganz interessant die Verwendung von diesen MP3-Playern, die ja heutzutage sozusagen bei der Jugend Standard sind, wo jeder die Knopferl im Ohr hat. Man muss davon ausgehen, dass in Europa 100 Millionen Menschen täglich tragbare Musikgeräte verwenden. Und all das wirkt sich natürlich im Laufe des Lebens auf unser Hörvermögen aus. Und das Risiko eines Hörschadens ist also abhängig von zwei Parametern im Wesentlichen. Einerseits vom Schalldruckpegel, das heißt also gerade Impulslärm ist da zum Beispiel sehr schädlich, und von der Einwirkdauer, das ist das, was die chronische Lärmschwerhörigkeit dann betrifft. Das heißt, Schalldruckspitzen, Impulslärm über 90 Dezibel sollten gemieden werden. Genauso wie eine Dauerbeschallung von mehr als 85 Dezibel, weil das zu einem chronischen Lärmschaden führt. Und Jugendliche sollten also Schalldruckpegeln von 100 Dezibel nicht länger als eine Stunde pro Woche ausgesetzt sein, um keinen Hörschaden zu bekommen. Mit dem Handy telefonieren? Macht gar nichts. Nein, macht nichts. Also an sich nicht, sondern es ist so, man kann, die meisten Handys sind ja, haben ja so einen Musikplayer auch noch eingebaut. Wenn man den sehr laut aufdreht und das über längere Zeit, das ist schädlich. Das Telefonieren an sich macht kein Problem. Genau. Dann habe ich Ihnen hier ein Beispiel gebracht, weil es gerade zur Fußball-Europameisterschaft passt, also dass eine Untersuchung der Innsbrucker Klinik das Schallpegel bei öffentlichen Übertragungen von Fußballspielen während der WM 2010 wurden also da gemessen. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, beim Spiel Deutschland-Spanien waren Spitzenpegel von 98 Dezibel. Ja? Also es ist nicht zu unterschätzen, auch wenn man in dieser Fan-Arena sozusagen steht und das Public Viewing genießt, dass also dort ganz gewaltige Schalldruckpegel entstehen können. Und genau dieser Impulsschall ist es, der ein Problem darstellen kann. Diese MP3-Player oder die Handys, von denen wir gesprochen haben, die können also Schalldruckspitzen bis 110 Dezibel erzeugen. Ja? Und dann haben wir eine britische Studie, die ich da zitieren möchte, da ist es so, dass also die Jugend diese Geräte durchschnittlich auf 92 Dezibel aufdreht, um zum Beispiel in der U-Bahn und im Bus den Umgebungslärm zu übertönen. Und wenn sie das über viele Stunden am Tag machen, dann ist ein Hörschaden langfristig vorprogrammiert. Ein vierstündiger Disco-Besuch entspricht etwa einer 40-Stunden-Woche ungeschützter Lärmarbeit und dieselbe Schädigung bewirken 95 Dezibel für 4 Stunden pro Woche oder 105 Dezibel für einen noch wesentlich kürzeren Zeitraum. Also wir sehen, je höher der Schalldruckpegel ist, desto größer ist der Schaden, der am Ohr entstehen kann. Eine besonders starke Hörgefährdung geht von den Einsteckhörern aus. Ja, das heißt also, durch den Verschluss des äußeren Gehörgangs ist es richtig abgeriegelt und wenn man da ordentlich auftritt, dann ist es etwas, was natürlich 1:1 durchschlägt und wo es also leichter zu einer Schädigung kommen kann am Innenohr. Wiederum aus einer Studie zitiert, über die Hälfte der 10- bis 19-jährigen Jugendlichen stellt ihre tragbaren Musikplayer auf über 85 Dezibel ein, wobei die 12- bis 16-Jährigen, interessant, also da am lautesten aufgedreht haben und von 10% der Jugendlichen, die fahren sogar mit 110 dB. Also es gibt welche, die da wirklich ganz ordentliche Schalldruckspitzen sozusagen mit diesen Geräten erzeugen. Und die Folgen dieser übermäßigen Lärmexposition sind eben, dass es bereits zu einem nachweisbaren Hörverlust kommt, ohne je einer beruflichen Lärmbelastung ausgesetzt worden zu sein. Das heißt, wir haben jetzt eher eine Verschiebung, das ist nicht so wie früher in der Industrie, wo es furchtbar laut war, es hat keinen Lärmschutz gegeben, das ist mittlerweile alles geregelt, sondern das Hauptproblem ist jetzt eher der Freizeitlärm, den wir uns sozusagen freiwillig aussetzen. Und so ein Lärmschaden führt dann natürlich zu diversen Schädigungen am Innenohr. Das heißt, ich kann nur mehr eingeschränkt Frequenzen unterscheiden. Ich habe also häufig ein gestörtes Tonhöhenempfinden. Ich habe eine pathologische Veränderung des Lautheitsempfindens, das nennt man Recruitment. Das heißt, ich brauche eine gewisse Lautstärke, damit ich es verstehe. Und kaum ist es ein bisschen lauter, ist es schon wieder unangenehm, tut weh, ist zu laut. Ja, das sind alles Zeichen, dass ein Innenohrschaden, ein Haarzellschaden vorhanden ist. Ja, ich habe ein eingeschränktes Sprachverstehen, vor allem bei Störgeräuschen, da komme ich dann auch noch darauf zurück, da gibt es andere Ursachen auch noch.
und eben ein beeinträchtigtes Richtungshören. Und ein wesentlicher Punkt, wobei das nicht unbedingt mit dem chronischen Lärmschaden zusammenhängt, ist also letztendlich auch die zentrale Verarbeitung, die ein ganz wesentlicher Prozess ist beim Hören, wie ich Ihnen dann noch weiter ausführen werde. Das nur nebenbei erwähnt, Lärm, chronischer Lärm, macht ja nicht nur einen Schaden am Innenohr, wir müssen uns bewusst sein, dass er bei einer Dauerlärmbelastung von 30 Dezibel, dass das auch eine gewisse psychische Belastung ist. Und ab 60 Dezibel können Schlafstörungen auftreten, vegetative Störungen. Es kann der Blutdruck steigen, das Immunsystem kann beeinträchtigt sein. Das heißt, das Fazit aus dem, was ich gerade gesagt habe, ist letztendlich Prävention. Und das ist etwas, was man vor allem auch der Jugend sagen soll. Vermeiden von Impulslärmen und Spitzenschallpegeln. Das heißt, wenn es irgendwie geht, wenn es wirklich laut ist, ja, durchaus auch einen Gehörschutz tragen und eine Reduktion der Expositionszeit. Ich meine, es macht Spaß, laut Musik zu hören, das ist gar nicht schlecht. Ja. Das stimuliert das limbische System, das ist etwas, was Emotion erregt, das ist ja etwas Schönes. Nur man muss es mit Maß und Ziel sehen, es sollte nicht zu laut sein und vor allem man muss, und da sehe ich das Hauptproblem, gerade bei den MP3-Playern, die Zeit, ja, nicht außer Acht lassen. Das heißt, nicht über eine gewisse Stundenanzahl pro Tag und pro Woche diese Beschallung mit über 85 Dezibel einwirken lassen, weil es sonst zu Schädigungen kommen kann. Das heißt, man soll seinen Ohren auch einmal Ruhe gönnen, um sich wieder erholen zu können. Das waren jetzt nur mal ein paar Gedanken sozusagen, was kann ich tun, damit es nicht gleich zu einer Hörstörung kommt. Also das heißt, jetzt einmal Prävention. Interessanter Aspekt, Verschiebung von der berufsbedingten Lärmbelastung, die ist eigentlich deutlich reglementiert und eingeschränkt, hin eher zu Freizeitlärm, die heutzutage das Problem darstellt. Jetzt schauen wir uns das ganz kurz an, wie ist es bei einem altersbedingten Hörverlust, der uns alle, wie wir hier sind, betreffen kann. Hier kommt es also zu Veränderungen im Bereich der Haarzellen, verschiedene Strukturen im Innenohr sind also dann hier betroffen und können in unterschiedlicher Art und Weise sozusagen betroffen sein. Das heißt, hier sind nur so Durchschnittskurven aufgezeichnet, wie die Hörkurve in einem gewissen Alter ausschauen kann. Das heißt nicht, dass sie so ausschauen muss. Ja? Aber das sind so Durchschnittswerte, die also errechnet wurden. Und Sie sehen allein hier schon, nur beim altersbedingten Hörverlust, dass es die Unterschiede gibt, einen sensorischen, neuralen, metabolischen, innerischen Veränderung zentraler Hörbahnanteile. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche und individuelle Schädigungen und daher gilt es allein schon nur bei dieser einen Subgruppe Altersschwerhörigkeit, sich sehr genau damit zu beschäftigen, denn da gibt es keine Einheitstherapie, sondern man muss sich das im Detail anschauen, was man für den einzelnen Patienten tun kann. Ein wesentlicher Punkt ist auch festzuhalten, dass das Hören nicht im Ohr stattfindet, sondern letztendlich im Gehirn. Das heißt, die zentrale Verarbeitung, das heißt, das Ohr macht nichts anderes, als dass es der Reizvermittler ist. Der kann unterstützt werden mit diversen Geräten, aber letztendlich die Verarbeitung findet im Gehirn statt und darauf wird jetzt auch bei den ganzen Hörtherapien zusehends mehr der Schwerpunkt gelegt. Die lautsprachliche Kommunikation ist eine der wesentlichen Brücken in der zwischenmenschlichen Verständigung. Und wenn Sie sich jetzt diese Brücke hier anschauen, dann bröckelt diese Brücke einerseits hier durch die Schwerhörigkeit, also Informationsaufnahmedefizit. Und das heißt, wenn die Hörverarbeitung nicht funktioniert, habe ich also dieses Verarbeitungsdefizit. Und es erscheint mir logisch an diesem Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich baue diesen Teil der Brücke wieder auf gut Deutsch, indem ich ein Hörgerät, Hörimplantat, was auch immer gebe. Damit ist aber der Verbindungsweg immer noch nicht hergestellt. Das heißt, die Informationsverarbeitung, die zentrale Umsetzung ist der wesentliche Punkt. Und das ist das, wo meiner Meinung nach in den letzten Jahren vielleicht doch etwas zu wenig Schwerpunkt darauf gelegt worden ist. Das heißt, ich versorge einen Patienten mit einer technischen Hörhilfe und wünsche ihm viel Spaß damit. Letztendlich sollte man wesentlich mehr noch auf Hörtraining und auf den Umgang mit dem Gerät sozusagen schulen, weil da der Outcome ganz ein anderer ist. Um also diese Brücke hier wieder ganz herzustellen und durchgängig zu machen. Und es gibt wieder eine Menge an Studien, die uns auch belegen,
Das ist zum Beispiel 21% der 60- bis 70-Jährigen und 11,5% über 80-Jährigen haben eine normale Innenohrfunktion. Also da trifft diese Kurve von zuerst gar nicht zu, verstehen aber trotzdem schlecht. Das heißt, hier geht es rein um die Hörverarbeitung, da passt die Hörverarbeitung nicht. Und da kann ich mit einem Hörgerät auch nichts tun. Da habe ich einen anderen Ansatz, diese Hörstörung zu behandeln. Und die 5 kognitiven Funktionen, die signifikant mit Sprachkommunikation in Verbindung stehen, sind eben die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, Fähigkeit, einen linguistischen Kontext zu verwenden, Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, das heißt also die Fähigkeit, gleichzeitig Informationen zu speichern und sie zu verarbeiten, ja, und auch die linguistische Markierung oder die Fähigkeit, teilweise einen verdeckten Text, da gibt es eigene Tests auch dazu, umzusetzen, zu lesen. All das wird im Alter weniger. Das ist ganz normal, das ist bei uns allen, das ist ein ganz normaler physiologischer Prozess, das nimmt ab. Jetzt wird die Schrift immer größer, das ist interessant. Also mit zunehmendem Alter, wie gesagt, verlangsamen sich diese Leistungen und das heißt, der Signalrauschabstand wird weniger und das ist genau das, was Sie merken. Das heißt, Sie gehen sind unter Menschen, sind in Gesellschaft und Sie sprechen mit jemandem, es sprechen mehrere Leute durcheinander und es wird einfach das Wortverstehen, Satzverstehen schwieriger, einfach aus dem heraus, weil Sie einen anderen Signalrauschabstand brauchen. Das heißt, das Signal muss lauter sein als der Umgebungslärm. Das ist beim jungen Menschen noch nicht so. Die können sich wunderbar unterhalten, auch wenn es sehr laut ist. Und je älter wir werden, desto mehr lässt diese Funktion nach, was völlig physiologisch ist. Und das ist etwas, was wir so auch dann in der Behandlung letztendlich berücksichtigen müssen. Da gibt es dann auch dazu einiges an, wie gesagt, neuroanatomischen Studien, das hat man dann auch mit einem MR nachgewiesen, dass das reduzierte Sprachverstehen bei älteren Erwachsenen nicht nur aufgrund von degenerativen Prozessen im Innenohr stattfindet, wie wir gesagt haben, Haarzellen etc., sondern auch auf Veränderungen der zentralen Hörbahn beruht. Und das müssen wir uns immer sozusagen ins Gedächtnis rufen, wenn wir behandeln, dass wir sozusagen bei dieser Brücke, die ich zuerst gezeigt habe, nicht nur einen Teil wiederherstellen, sondern die ganze Brücke versuchen wiederherzustellen. Die Folgen der Schwierigkeit kennen Sie, sie sind gut bekannt, man zieht sich zurück, man will nirgends mehr hingehen. Das ist etwas, was Ihnen bekannt ist, was Sie schon gesehen haben, dass das normal ist. Es gibt auch wieder jede Menge Studien dazu, die das belegen. Und interessant eben auch von Franklin aus dem Jahr 2013 eine Studie, die sagt, dass ein hochgradiger Hörverlust zu einem rascheren Abbau, zu einem kognitiven Abbau führt. Und das kann also, wie gesagt, Mitursache für die Entstehung eines rascheren geistigen Abbaus sein, kann. Ja. Bis hin also, wie gesagt, zu dementiellen sozusagen Gedächtnisverlusten. Ja. Aber das heißt nicht, dass es so sein muss, aber es ist einfach eine Tendenz auch in einer Studie gesehen worden, was klar ist. Das heißt, wenn ich schlecht höre, mich zurückziehe, sozusagen vereinsame, dann ist es klar, dann baue ich auch irgendwann einmal ab. Ja? Und wie gesagt, das gilt es zu unterbrechen und dort anzusetzen und eine Behandlung zu machen. Und wie kann man das machen? Das heißt, ich kann jetzt nicht nur ein Hörgerät verschreiben, ein Implantat oder wie auch immer, ich muss alle Sinne reizen. Das heißt, ich muss letztendlich auch mit einer Brille arbeiten, wenn derjenige schlecht sieht. Ich muss eine Kommunikationsunterstützung geben, wenn es ein hochgradiger Hörverlust ist, dass ich auch einmal was aufschreibe, dass ich alles Mögliche sozusagen mache, um also hier Unterstützung zu geben. Und eben das Trainieren der zentralen Hörverarbeitung. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das eine Thema Hörhilfen, wie gesagt, da haben wir mittlerweile ein tolles Portfolio, was wir anbieten können. Und da muss man gleich dazu sagen, nicht jede Form ist für jeden Patienten das Richtige. Die Details wird Ihnen dann Herr Oberst Rasse erzählen und auch die neuen Indikationen, in denen diese Hörhilfen verwendet werden. Wir können wirklich also von, wie wir gesehen haben, das Innenohr ersetzen mit einem Implantat. Wir können das Mittelohr umgehen. Wir können eben über die Knochenleitung stimulieren, bis hin zu Hirnstammimplantaten, wo ich sogar hinter den Hörnerven gehe, direkt ins Gehirn und dort eine Stimulation setze. Aber jetzt, wie gesagt, das eine ist der technische Teil und das andere ist eben, wie gesagt, etwas, wo ich sage, ja, bis vor einigen Jahren
war es so, dass man gesagt hat, ältere Menschen ein Cochlea-Implantat zum Beispiel zu machen, eine Innenohrprothese, macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Wobei man sich das natürlich im Einzelfall anschauen muss. Und es gibt mittlerweile wieder eine Reihe Arbeiten, die das auch belegen, dass das chronologische Alter keine Kontraindikation ist gegen die Verwendung von implantierbaren Hörhilfen. Das Einzige, was ganz, ganz wesentlich ist, das heißt, die frühe Versorgung älterer Menschen ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das heißt, nicht zu warten, bis es nimmer geht, sondern rechtzeitig etwas zu tun, um eben, wie gesagt, auch diesem zentralen Abbau entgegenzuwirken. Da spreche ich jetzt in erster Linie also von sehr hochgradigen Hörstörungen. Das heißt, noch einmal, Sprachverstehen ist eine Hirnleistung, ja, und das Ohr ist letztendlich der Vermittler, unterstützt durch ein Hörgerät, durch ein Hörimplantat oder wie auch immer. Und das heißt, wenn ich jetzt nur einen Teil hier behandle, dann fehlt ein ganz ein wesentlicher Teil in der Behandlung und so kann sozusagen der Outcome nicht der gleiche sein. Wiederum kurz zitiert aus einer Studie aus dem Jahr 2013, dass das Hörtraining etwas bringt. Das Trainieren der Verarbeitungsgeschwindigkeit führt sogar zu nachweisbar zu gemessenen speziellen, also von Veränderungen von Hirnantworten betreffend die Aufmerksamkeit, Zuordnung und Kapazität. Also das macht wirklich etwas aus. Das, was ich jetzt nicht hingeschrieben habe, aber was in der Studie auch rauskommt, wenn ich wieder aufhöre damit, wird es genauso wieder schlechter. Das heißt, das ist kein einmal trainieren und das passt, sondern das ist ein Prozess, der ständig sozusagen am Laufen gehalten werden muss. Und auch hier wieder eine Grafik, wo wir sehen, das ist ganz eine interessante Sache auch, dass also wie gesagt das kognitive Training etwas bringt und einen positiven Einfluss auf die Unterdrückung von unwichtig auditiven und visuellen Reizen hat. Das heißt, ein unbehandelter Hörverlust führt also zu einem Verlernen von Höreindrücken. Das ist etwas, was Ihnen nicht von heute gleich auffällt, das passiert schleichend. Und ein Akzeptieren eines verzerrten, lückenhaften Hörens als Normalität. Und der hier gebannte Verlust der auditiven Wahrnehmung, sprich also der Umsetzung zentral, begünstigt eben dann letztendlich, wenn das über Jahre passiert, einen rascheren kognitiven Abbau. Und wenn wir uns eines anschauen, auch eine interessante Studie, eine Hörminderung, erhöht das relative Risiko, eine Demenz zu entwickeln und im Faktor 2,48. Wenn ich mir vorstelle, andere Risiken für eine Demenz zu entwickeln, wie hoher Blutdruck, ist 2,5 und Zuckerkrankheit 2,4. Das heißt, die Hörstörung liegt hier gleich auf mit den anderen Erkrankungen wie hoher Blutdruck und Zuckerkrankheit. Also wie gesagt, es ist nicht zu unterschätzen. Und auch hier eine interessante Arbeit, die Ullmann bereits 1989 gemacht hat und durch Franklin im Jahr 2011 bestätigt worden ist, dass das Risiko, eine Demenz als Folge eines Hörverlustes zu entwickeln, eben mit der Hochgradigkeit des Hörverlusts steigt. Der hochgradige Hörverlust hat eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass so etwas entsteht. Also wie gesagt, das ist abgesichert mit Studien und wie gesagt, ist etwas, wo man jetzt keine Angst haben muss, dass man sozusagen jetzt, dass jeder gleich eine Demenz kriegt, wenn er schlecht hört, sondern man soll sich nur dessen bewusst sein, rechtzeitig eine Hörhilfe zu verwenden, um wie gesagt also solche Entwicklungen zu vermeiden. Zum Schluss möchte ich ganz kurz noch etwas über die Ökonomie sagen. Das ist auch etwas Interessantes, was ich vom Kollegen Lerch einmal vor 2 Jahren auf einem Kongress gefunden habe, diese Folie, die er präsentiert hat. Das haben sie in Deutschland erhoben. Das ist ein deutsches Institut gewesen. Und zwar werden hier die Kosten und Nutzen eines strukturierten Früherkennungsprogramms für Hörstörungen im höheren Lebensalter gegenübergestellt. Und das ist ganz interessant. Da haben wir hier die zu erwartenden Kosten von 113 Millionen Euro. Aber der erwartete vermeidbare Verlust an Bruttowertschöpfung liegt bei 232 Millionen. Das heißt, die erwarteten Einsparungen aufgrund von Folgeerkrankungen, die durch die Hörstörungen entstehen, liegt bei 177 Millionen Euro. Also das ist etwas, wo es harte Fakten gibt und was ich eigentlich ganz, ganz interessant finde. Und auch hier die Folgekosten von nicht behandelten Hörschäden, eben wie Depression, Demenz, Verletzungen, man sieht, wie das ansteigt. Ja. Und das war, wie gesagt, auch wieder eine Studie vom Institut für Gesundheitsökonomie. Also es hat auch eine wirtschaftliche Komponente, das man nebenbei bemerkt, dass das wirklich Sinn macht, hier rechtzeitig vorzusorgen. Kommen wir mal zum Schluss. Conclusio, eine frühzeitige und bedarfsgerechte Unterstützung der audioverbalen Kommunikation
kann also die möglichen Folgen, die sich aus diesem Defizit entwickeln können, reduzieren und dazu beitragen, die wesentliche Brückenfunktion, so wie ich sie dargestellt habe, der zwischenmenschlichen Verständigung möglichst lange zu erhalten. Und eines muss uns klar sein, das menschliche Innenohr, die Haarzellen, können im Vergleich zu Amphibien, Fischen, Vögeln, ja, sind nicht regenerationsfähig. Dort ist es möglich, bei uns geht es nicht. Ja. Da ist es umso wichtiger, immer wieder darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, die Funktion des Innenohrs zu schützen und eben nicht durch exzessiven Freizeitlärm leichtsinnig sozusagen hier einen Schaden zu riskieren. Denn ein einmal eingetretener Schaden kann heute zwar mit technischen Hörhilfen sehr, sehr gut, und denen werden wir jetzt dann im nächsten Vortrag auch hören, kompensiert werden. Die Qualität der Kompensation ist natürlich nicht das, wie Sie alle wissen, und reicht nicht an das Original heran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit Sie hier ein besseres Verständnis dafür bekommen, dass jeder Patient eine individuelle Hörstörung hat und das nicht die eine der anderen gleicht, möchte ich Ihnen zunächst einmal den Aufbau des Ohrs präsentieren. Im Wesentlichen teilen wir das Ohr in drei Abschnitte ein, die das einerseits das äußere Ohr betreffen, das Mittelohr und das Innenohr. Nun zu den einzelnen Funktionen dieser Abschnitte. Das äußere Ohr besteht aus der Ohrmuschel und dem Gehörgang und dient der Weiterleitung des Schalls und der Verstärkung. Es endet mit dem Trommelfell und darauf folgt das Mittelohr. Das Mittelohr, wie so mancher noch vielleicht aus der Schule weiß, beinhaltet die Gehörknöchelchenkette. Das sind drei kleine, winzige Knöchelchen, der Hammer, der Amboss und der Steigbügel. Und dieses Mittelohr soll auch den Schall zum Innenohr weiterleiten und ihn nochmals verstärken. Und schlussendlich das Innenohr, welches die Schnecke, die sogenannte Cochlea, beinhaltet, das ist der tatsächliche Empfänger, wo der Schall in einen elektrischen Impuls umgewandelt wird und der Hörnerv diesen Impuls dann schlussendlich an die Hörrinde im Gehirn weiterleitet, wo dieses Signal dann verarbeitet wird. Auf all diesen Stationen kann jetzt eine Hörstörung vorliegen. Wenn wir nur ein paar Beispiele kurz anführen, am einfachsten, wenn man den Gehörgang hernimmt, ist ein Zeruminalpfropfen, also ein verschließendes Ohrenschmalz. Wenn man weitergeht, das Trommelfell könnte zum Beispiel zerrissen sein durch Entzündungen, eine Mittelohrentzündung oder durch Traumata, durch Unfälle. Die Gehörknöchelchenkette könnte unterbrochen sein, ebenfalls durch Entzündungen oder schwere Brüche der Schädelbasis. Es kann aber auch zu einer Versteifung der Gehörknöchelchenkette kommen, wie bei der Otosklerose beispielsweise. Und schlussendlich, wenn wir Beispiele für das Innenohr nehmen, ist das wichtigste, die bedeutendste Erkrankung mit Sicherheit die Altersschwerhörigkeit, aber auch eben, wie schon heute erwähnt, akute oder chronische Lärmschäden. Und jetzt sehen Sie, das waren nur einige Beispiele, wie individuell die Ursache für die Hörstörung sein kann. Nun, was gibt es für Lösungen für diese Hörprobleme, die auftreten? Zum einen kann man ganz einfach Patienten eine Hilfestellung anbieten, indem man sich einer Person, die schlecht hört, zuwendet, dass sie das Antlitz sieht, dass sie von den Lippen ablesen kann. Dazu braucht man gute Beleuchtung natürlich, dass man den Abstand zwischen der Person und dem Sprecher möglichst gering hält, einfache Worte verwendet. Das sind oft Dinge, die man unterschätzt, die aber eine große Bedeutung haben. Und jetzt kommen wir zu den technischen Hörhilfen. Da gibt es zunächst einmal konservative. Da werden die meisten schon bekannt sein. Also Hörgeräte gibt es in zwei großen Gruppen. Einerseits einmal Luftleitungsgeräte. Da sehen Sie eben diese ganz kleinen, die man im Gehörgang beinahe verschwinden lassen kann.
dann gibt es mittelgroße, die hinter dem Ohr getragen werden und mit einem feinen Schallschlauch die Information in den Gehörgang leiten. Und schlussendlich gibt es große, schwere Geräte. Das sind aber nicht Geräte, die schlecht sind, sondern das sind Geräte, die mehr Energie, mehr Kraft benötigen, weil der Patient mehr oder einen größeren Hörverlust hat. Und dieser muss ausgeglichen werden. Und diese Geräte haben dann Ohrpassstücke in der Ohrmuschel und im Gehörgang, wo sie dann festsitzen. Die Hörbrille ist vielleicht etwas, was den wenigsten bekannt ist. Das ist eine Hörhilfe, die über Vibration arbeitet und wo sozusagen am Knochen hinter dem Ohr durch Vibration die Schnecke direkt über den Knochen stimuliert wird. So etwas benötigen Sie, wenn Sie zum Beispiel gar keinen Gehörgang haben oder wenn das Mittelohr aufgrund von Operationen oder Krankheiten nicht mehr existiert. Die Hörgeräte sind der erste Schritt, denn sie bieten viele Vorteile, wenn Sie an Versorgungen denken mit Geräten. Sie haben einen Vorteil, dass Sie es relativ schnell anpassen können. Sie haben den Vorteil, dass bei technischen Erneuerungen Sie einfach einen Wechsel durchführen können. Ja, wenn Sie etwas operiert haben, dann ist es fixiert oder unter der Haut. Sie brauchen eine neue Operation. Das heißt, das ist ein Vorteil der Hörgeräte. Und auch, dass sie sind auch sehr effektiv. Wenn sie gut angepasst sind und individuell auf die Person abgestimmt sind, haben sie ein sehr gutes Ergebnis zu erwarten. Trotzdem gibt es Situationen, in denen diese Hörgeräte an ihre Grenzen stoßen. Und dann haben wir eben noch ein Ass im Ärmel, das sind die implantierbaren Hörhilfen. Diese Implantate kann man im Wesentlichen in vier Gruppen teilen. Da gibt es zunächst einmal die Mittelohrimplantate, dann die Innenohrimplantate. Als dritte Gruppe, große Gruppe, haben wir die Knochenleitungsimplantate und als vierte Gruppe die schon erwähnten Hirnstammimplantate, wobei diese letzteren sozusagen noch ein wenig in den Kinderschuhen stecken und den geringsten prozentuellen Anteil an versorgten Patienten zeigen. Nun zeige ich Ihnen die einzelnen Implantate, die es gibt, und bespreche die Indikationen, die Vorteile dieser Geräte. Das ist ein Knochenleitungsgerät, Bonebridge genannt. Das wird unter der Haut in Position gebracht, hinter dem Ohr. Sie benötigen also eine Operation. Und mit zwei kleinen Schrauben wird dieses Gerät im Knochen fixiert. Diese Schrauben übertragen dann die Vibration des Gerätes über den Knochen auf die Schnecke direkt. Also so wie bei einer Hörbrille. Jetzt möchte man sich denken, na gut, wozu brauche ich dann die Operation, wenn die Hörbrille das ähnlich vollführt? Die Hörbrille hat natürlich nicht so viel Anpressdruck auf den Knochen wie eine Schraube, die Sie in diesen Knochen hineindrehen. Deswegen ist das Hörergebnis mit einem solchen operierten Gerät ein besseres. Das ist auch etwas, was ich jetzt unbedingt erwähnen muss, denn es kommt hier oft zu Missverständnissen. Hörgeräte, also implantierbare Hörgeräte, sind beinahe ausschließlich solche Geräte, bei denen der größere Teil zwar verdeckt unter der Haut im Knochen eingebaut wird, aber sie brauchen natürlich außen einen Prozessor, einen Empfänger, der das Ganze aufnimmt, den Schall, und dann weitergibt. Das heißt, sie müssen außen in der Regel einen Empfänger tragen, der auch eine Batterie enthält, die Sie wechseln müssen. Denn viele Patienten kommen und sagen, ich möchte da sowas haben, das ganz verdeckt ist, dass keiner sieht, da sie nichts her. Ja? Und das ist nur in manchen Fällen möglich.
Dieser außen zu tragende Prozessor ist dieses kleine Oval, das etwa 2 Euro Münz groß ist vom Durchmesser und etwa 3,5 bis 4,5 Millimeter hoch. Die Indikationen für dieses Knochenleitungsgerät sind also Schallleitungsschwerhörigkeiten, das heißt, da wo der Schall blockiert wird, wo er nicht weiter transferiert wird von der Ohrmuschel bis hin zur Schnecke. Das gilt für einseitige, aber auch für beidseitige Hörprobleme und auch, das ist ein Sonderfall, für die einseitige Ertaubung. Zu der werde ich später noch genauere Ausführungen bringen. Was ist der Vorteil dieses Gerätes? Es hat eine hervorragende Schallübertragung. Sie haben nicht, so wie Sie beim Hörgerät haben, etwas im Gehörgang. Ja? Das heißt, Sie haben keinen solchen verschließenden Effekt. Der Okklusionseffekt fällt weg. Es klingt nicht dumpf, wenn man selber redet. Das Gerät ist MR-tauglich. Das sind wesentliche Faktoren, die für dieses Gerät sprechen. Und die Operation ist sehr einfach. Wenn man den entsprechenden Platz vorfindet, mit Röntgenaufnahmen kann man das überprüfen, dann sollte so eine Operation in etwa 30 Minuten erledigt sein. Auch ist es möglich, eine solche Operation in lokaler Betäubung durchzuführen. Also wenn jemand eine Narkose nicht vertraut, dann geht das auch in lokaler Betäubung. Ja. Kommen wir zum nächsten Implantat, das aktive Mittelohrimplantat. Der Name sagt schon, es ist auch ein Vibrationsgerät, nur sitzt dieser Vibrator jetzt nicht außen am Knochen, sondern Sie sehen da herunten so ein kleines Tönnchen, ja, das ist ungefähr 2,5 Millimeter lang und das sitzt auf so einem Goldkabel und dieses Tönnchen wird mit diesen 3 Clips, die Sie da oben sehen, an den Gehörknöchelchen fixiert und sorgt für Vibrationen. Was hat das für einen Vorteil? Wenn Sie ein Hörgerät haben, dann ist sozusagen zwischengeschaltet noch der Gehörgang, das Trommelfell, dann kommen erst die Gehörknöchelchen. Und für die Verständlichkeit im Umgebungslärm ist es von Vorteil, wenn der Schall möglichst nahe dem Innenohr präsentiert wird. Und wenn Sie das ganz nahe ans innerste Hörknöchelchen andocken, dann haben Sie ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Die Indikationen für dieses Gerät sind leichte bis mittlere kombinierte Schwerhörigkeit. Das heißt, das ist der direkte Konkurrent eines Hörgerätes. Konkurrent ist jetzt vielleicht etwas scharf ausgedrückt, denn ein Hörgerät hat sehr viele Vorteile. Aber manche Personen können ein Hörgerät nicht tragen, weil sie zum Beispiel keine Ohrmuschel haben oder weil sie immer wieder Entzündungen im Gehörgang haben, die ein ständiges Tragen von Hörgeräten nicht möglich macht. Ja. Es gibt Personen mit Schuppenflechte, die immer wieder Ekzeme haben, da geht das nicht. Und bei diesem Gerät wäre der Gehörgang dann frei und dementsprechend kann man das sehr gut implantieren. Nebenbei haben Sie wiederum die positiven Effekte, der Gehörgang ist frei, Sie hören Ihre Stimme normal, der Tragekomfort ist ausgezeichnet. Andere aktive Mittelohrimplantate sind zum Beispiel das DAX, das ist das direkt akustische Cochlea-Gerät, das für hoch- und höchstgradige kombinierte Schwerhörigkeiten eingesetzt wird. Und der Vorteil liegt bei diesem Gerät darin, dass der Höreindruck sehr natürlich ist. Ja. Hier sind wir eine der wenigen Abteilungen, die das implantieren. In Wahrheit gibt es nur 2, was ich mich erinnern kann, in Österreich, die das machen. Und Primarius Keinzel hat da schon sehr gute Erfahrungen damit. Ja. Das gleiche gilt für das Carina-Implantat.
Da sind wir in Wels überhaupt die einzigen in Österreich, die das durchführen. Das ist das einzige aktive Implantat, das Sie tatsächlich vollständig versenken können. So. Ja, Sie sehen es nicht von außen. Das ist ein riesen Vorteil für das optische Erscheinungsbild und das schätzen manche Patienten sehr. Sie müssen aber auch bedenken, dass man irgendwann diesen Akku, diese Batterie wechseln muss, sodass man nach einigen Jahren hier eine zweite Operation einmal braucht, um das zu wechseln. Und es ist nicht immer bei allen Patienten möglich, ein solches Gerät einzusetzen. Nun kommen wir zu einem ganz einem wesentlichen Implantat. Das ist das Cochlea-Implantat oder CI. Das ist eine medizinische Sensation. Denn das ist das einzige medizinisch-technische Produkt, das in der Lage ist, ein Sinnesorgan zur Gänze zu ersetzen. Sie können mit einem solchen Gerät Patienten, die taub sind, wieder hören lassen. Und zwar nicht ein wenig, sondern diese Patienten sind dann in der Lage, zu telefonieren, Musik zu hören und ganz normal die Lebensqualität wieder vorzufinden, die sie auch vor der Ertaubung gehabt haben. Ja. Dieses Gerät, man sieht es ganz außen rechts, hat eine Elektrode und diese Elektrode wird in die Schnecke direkt eingeführt und man überbrückt das Hörorgan, das defekt ist, und stimuliert direkt den Hörnerv. Ja, das ist die technische Idee. Und man trägt außen dann auch entweder so einen runden Prozessor, einen runden Empfänger oder eben so einen Hörgerät-ähnlichen Batterieträger mit Empfänger. Die Indikationen, Primarius Keinzl hat es schon erwähnt, haben sich wesentlich erweitert. Früher wurden Patienten implantiert, die auf beiden Seiten taub waren, die hat man auf einer Seite implantiert. Die technische Reifung der Geräte ist so enorm, dass man derzeit jedenfalls bei jemandem, der beidseitig taub ist, auch beide Seiten implantiert. Das wäre so, als würden Sie sich die Hand brechen, die linke, und der Arzt hat zu Ihnen sagen, Sie haben eh noch eine rechte. Ja? Sie haben beide Ohren, damit Sie besser verstehen im Umgebungslärm, damit Sie ein räumliches Hören haben. Und das ist Lebensqualität. Und deswegen sind selbstverständlich beide Ohren immer zu versorgen. Ja? Ja, aber nicht nur für die Ertaubung, für die vollständige Ertaubung setzt man diese Geräte ein. Auch bei Teilertaubungen, bei Resthörigkeiten setzt man diese Geräte ein. Und wir sind in der Lage, ausgezeichnet das Resthören zu erhalten. Das ist ganz wesentlich, weil der Höreindruck dann für diese Patienten sehr, sehr gut ist. Jetzt komme ich zurück noch einmal zur einseitigen Ertaubung. Denn das ist ein wesentlicher Faktor auch. Ich habe schon gesagt, wenn Sie nur ein Ohr haben, dann sind Sie nicht in der Lage zu hören, wenn Sie jemand ruft. Ja, Sie müssen dann schauen, woher kommt denn das. Außerdem bietet das Gefahren natürlich im Straßenverkehr, Unfälle sind viel wahrscheinlicher. Ja. Und es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie Sie eine einseitige Ertaubung sozusagen behandeln können. Die erste Möglichkeit ist, dass Sie eine solche Cochlea-Implantation durchführen. Das heißt, dass Sie dieses eine Ohr wieder zum Leben erwecken. Dann hat diese Person tatsächlich zwei Ohren und kann ganz normal am Leben teilhaben. Die zweite Möglichkeit ist, wenn das zum Beispiel sehr lange her ist, diese Ertaubung auf der einen Seite, 20, 30, 40 Jahre, dann kann man dieses Knochenleitungsgerät, das ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, verwenden, die sogenannte Bone Bridge. Was macht man? Man, sagen wir, das rechte Ohr wäre jetzt mein ertaubtes Ohr, dann setze ich hier diesen Knochenvibrator ein, der Empfänger
gibt mir von dieser rechten Seite das Signal und die Vibrationen erfolgen über den Kopf auf die gute Seite und die gute Seite hört es. Aber sie hört es von der rechten Seite. Ja? Das ist hervorragend. Ein wirklich gutes Ergebnis kann man damit erzielen und die Patienten, die wir damit versorgt haben, sind sehr, sehr zufrieden. Ich möchte auch noch kurz auf dieses Cochlea-Implantat eingehen, damit Sie auch verstehen, dass man sehr individuell auf Pathologien, also auf Probleme des einzelnen Patienten eingehen kann. Wir können diese Elektroden, und wenn Sie die Schnecke da außen sehen, dann sehen Sie diese kleinen runden weißen Kreise, das sind die Stimulationspunkte sozusagen. Und wenn Sie aufs nächste Bild schauen, sehen Sie, dass diese Elektrode länger in die Schnecke hineingeht. Wir können also ganz exakt auf die Hörstörung des Patienten eingehen und somit eine individuelle Lösung anbieten. Und was uns natürlich noch entgegenkommt, ist, dass einer der Weltmarktführer auf diesem Gebiet, die Firma Medell, eine österreichische Firma ist und ihr sozusagen Werk in Innsbruck stehen hat. Und wenn wir eine ganz spezielle Anforderung haben an eine Länge einer Elektrode, dann rufen wir dort an und sagen, baut uns das. Und das wird dann tatsächlich so gemacht. Wir haben auch letzte Woche gerade wieder so einen Spezialfall gehabt. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man da eine solche Firma direkt vor Ort hat. So, jetzt komme ich zum Schluss meiner Ausführung. Je älter der Mensch ist, desto wichtiger ist es, dass er eine gute Hörleistung hat. Warum? Wenn Sie eine ältere Person haben, die schlecht hört, was wird passieren? Sie zieht sich zurück. Sie denkt sich, na ja, da will ich nicht mehr mit den Jungen so mittun, das ist mir zu laut, ich verstehe eh nichts. Sie zieht sich zurück. Es kommt, wie Primarius Keinzel schon gesagt hat, zu einer geringeren Stimulation des Gehirns. Demenz ist eine Folge der Schwerhörigkeit auch. Die Kommunikation mit pflegenden Personen nimmt ab, wenn man schlecht hört. Die Pflegeperson sagt etwas, der Patient versteht etwas anderes, schreckliche Zustände. Ja, die Lebensqualität nimmt ab. Ja. Der Patient hört zu und sagt, ob er Ja dazu hört. Richtig, sagt Ja, weil er denkt, er hat was verstanden, er hat etwas anderes verstanden. Und genau das sind dann Probleme, die dann zu Aggressionen führen. Ja, und das kann man lösen, wenn man eben diese Hörleistung entsprechend verbessert. Und was brauchen Sie dazu? Dazu brauchen Sie ein bisschen Geduld und Zeit, denn ein Hörorgan zu ersetzen oder es wieder in Schuss zu bringen, das ist nicht so einfach. Und da braucht es Übung, Beratung. Sie müssen häufig und oft Kontrollen machen beim Akustiker, beim HNO-Arzt, beim Logopäden, bei Selbsthilfegruppen, damit Sie das Maximum aus diesen Geräten herausholen können. Und das führt dann auch zu guten Ergebnissen. Das sehen wir bei unseren Implantatpatienten. 90% der Patienten, die wir versorgt haben mit so einer technischen Hörhilfe, sind damit zufrieden und würden sich das noch einmal machen lassen. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt. Ja, und damit bin ich am Schluss meines Vortrages angelangt und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.